Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zum neuen Jahr bei Nerd von Medizin. Hallo, Philipp. Hi. Heute ein ganz spezielles Thema und pandemiebedingt im Remote aufgenommen. Philipp, heute geht es um Intensivtransport. Warum? Martin, weil Intensivtransport ist relativ häufig geworden dieser Tage. Eine Viruserkrankung, die aktuell ums Land zieht, ist dran schuld. Und da dachte ich mir, das wäre doch eigentlich ein ganz interessantes Thema, sich da mal wieder ein bisschen Know-how aufzufrischen. Stimmt, und ehrlicherweise finde ich, wenn man jetzt nicht regelmäßig auf einer Intensivstation tätig ist, wie du es jetzt ganz, ganz lang warst, verliert man schon so ein bisschen den Bezug zu abgefahrenen Perfusoren. Ich meine, das Noradrenalin kenne ich noch, aber dann irgendwann mal hört es dann bald bei mir auf. Deshalb freue ich mich schon sehr und bin gespannt, was du mir berichten wirst heute. Starten wir gleich rein. Philipp, wenn du jetzt einen Intensivtransport anfordern willst als Klinik, ja, fangen wir mal so an. Was wäre cool, wenn du dran denken würdest oder was geht dir da durch den Kopf? Genau, also normalerweise muss ich erstmal wissen, wen ich anrufe. Das ist in den allermeisten Stellen die Leitstelle, aber ich kann nicht einfach nur anrufen und sagen, Hilfe, ich brauche jetzt einen Transport, die müssen den wegbringen. Sondern ich muss schon ein bisschen mehr sagen. Also ich sage natürlich einmal, welche Klinik ich bin und wo der Patient hingebracht werden soll. Dann muss man sagen, was der Patient braucht. Also in der Regel beim Intensivpatienten einen notarztbegleiteten Transport. Dann muss man sagen, was der Patient sonst noch benötigt. Also ein Beatmungsgerät zum Beispiel, Monitoring und ein oder zwei oder drei Perfusoren, da die Zahl auch ruhig nennen. Und wenn der Patient irgendetwas Spezielles braucht, also zum Beispiel eine spezielle Form der Beatmung oder eine spezielle Form des Monitorings, zum Beispiel arterielle Druckmessung, dann sollte man das auch dem Leitstellendisponent sagen, denn dann wird er vielleicht sagen, dann wird es aber ein bisschen länger dauern, dann muss nämlich der ITW oder der Intensivtransporthubschrauber kommen oder so. Okay. Das heißt, wir brüllen nicht einfach nur panisch ins Telefon, sondern wir sagen eigentlich, was wir haben und besprechen dann gemeinsam, was da kommen könnte, um den Menschen wegzubringen. Was gibt es sonst noch für Sachen, damit man diesen Patienten da so schön verpackt als Paket vorbereitet hat, sodass die ITW-Mannschaft oder RTW-Mannschaft sich freut? Genau, also das Wichtige ist, dass ärztlicherseits der Arztbrief vorbereitet wird, alle Dokumente, die wichtig sind, sprich radiologische Vorbefunde und so weiter und so fort, vorbereitet werden oder vielleicht auf eine CD gebrannt werden, dass man den Patienten informiert und die Angehörigen des Patienten, wird keiner vergessen. Aber auch von der Intensivtherapie her muss man schauen, dass man möglichst alle Dinge, die unnötig sind, abschließt. Sprich, wenn der Patient, ist es jetzt zum Beispiel 13.30 Uhr und normalerweise wird der Patient um 14 Uhr seine Mittagsantibiose bekommen, dann um aller Herrgott Namen gibt halt die Mittagsantibiose etwas früher, dass die schon mal dran ist. Denn es ist nichts ärgerlicher, als wenn der Intensivtransport oder der RTW dann kommt und dann sind da 5 Kurzinfusionen, die alle natürlich noch dringend reinlaufen müssen. Das muss nicht sein. Und dazu, wenn ein Patient häufig abgesaugt werden muss, dann wäre es jetzt ein netter Zeitpunkt, den Patienten nochmal abzusaugen oder zum Beispiel auch nochmal inhalieren lassen, sodass der wirklich so fit wie möglich in den Transport reingehen kann. Okay, jetzt wechseln wir mal die Perspektive. Jetzt stell dir vor, du willst den nicht loswerden, sondern du bist derjenige, der den mitnehmen soll. Du kriegst also die Alarmierung. Jetzt sagen wir mal, du bist im Regelrettungsdienst, Notarzt und kriegst jetzt eine Alarmierung, Intensivverlegung von da nach da mit den jeweiligen Informationen. Was denkst du dir, bevor du da überhaupt jetzt da ins NEF springst mit deinem Kollegen oder deiner Kollegin und losbraust? Genau, also ich sollte mich einmal ganz kurz, wenn ich dann angekommen bin, kurz umschauen und mir kurz den RTW, seine Besatzung und den Inhalt des RTWs anschauen. Aber auch nochmal ganz tief in mich gehen, denn jetzt muss ich mir die Frage stellen, kann ich diesen Transport überhaupt mit dem Team jetzt aktuell hier durchführen? Und es gibt schon viele Gründe, die manchmal dagegen sprechen können. Das ist zum Beispiel, wenn ich Ewigkeiten nicht mehr auf einer Intensivstation war, nicht so wirklich mehr weiß, wie das mit dem Katecholamin genau war, oder das Beatmungsgerät auf dem RTW 20 Jahre alt ist und wir haben kein anderes zur Verfügung, oder die Perfusoren nicht so richtig funktionieren oder ich vielleicht auch ehrlicherweise gar nicht weiß, wie die funktionieren. Das sind so Punkte, die sollte ich vor der Fahrt mir kurz überlegen. Und dann sollte ich vielleicht auch ganz kurz auf die Straße gucken. Und wenn es jetzt total glatt ist, Glatteis, dann kann ich auch zum Beispiel überlegen, ob das nicht vielleicht auch
was für den luftgestützten Transport ist. Also sprich, mal kurz in sich gehen und sagen, bin ich hier und jetzt mit meinem Team und meiner Ausstattung der Richtige, um diesen Transport durchzuführen? Und das sollte man übrigens auch kurz, bevor man losfährt, sich nochmal fragen. Ich finde, also das ist ein wirklich guter Punkt, weil man das sonst eher manchmal fast unreflektiert macht und sagt, ja, ja, ist halt ein Einsatz, weil sonst überlege ich ja auch nicht. Und was ganz wichtig ist, neben dem ganzen Equipment, dass man nochmal kurz drüber nachdenkt, wie weit fahren wir und wie viel Sauerstoff haben wir überhaupt mit? Weil vielleicht war der RTW gerade vorher bei einer Reanimation und hat genifft und ein bisschen Nasenbrille wird gehen, aber jetzt zum Beispiel eine nicht-invasive Beatmung oder so klappt nicht. Okay, wir kommen also auf Station, wir trauen es uns zu, wir haben das Equipment zusammengepackt und starten jetzt auf die Station. Was möchtest du von den Leuten dort wissen oder sprintest du gleich ins Zimmer und wirfst den Patienten über die Schulter und läufst laut schreiend wieder raus? Also ich mache es so mit dem Schultertrick, aber normal wäre es natürlich nicht, da würde man es anders machen. Also was man sich erstmal holen sollte, bevor man den Patienten über die Schulter wirft, ist eine Übergabe. Und die Übergabe sollte so ein paar Punkte unbedingt enthalten. Also zuerst mal sollte man sich die banale Frage stellen, warum wird eigentlich verlegt? Ist das jetzt, weil im Haus keine Choro ist und der Patient braucht halt eine oder weil es keine Intensivbetten gibt? Das ist so die Grundfrage. Dann sollte man sich einen Überblick über den aktuellen Krankheitsverlauf grob geben lassen, dass ich so ungefähr weiß, was ist mit dem Patienten passiert so in der letzten Zeit, warum ist der da und wie lief das so. Dann ganz, ganz wichtig ist die Frage, welche Keime hat der Patient? Also hat er irgendwelche multiresistenten Keime oder Corona eben, weswegen er isoliert werden muss und was den Hygieneaufwand vielleicht erhöht? Gibt es vielleicht eine Therapielimitierung? Das heißt, es ist schon besprochen, dass wenn der Patient intubationspflichtig wird, dass er nicht intubiert wird oder dass er nicht reanimiert werden würde, damit ich auch weiß, ob ich das vielleicht während der Fahrt dann auch unterlassen sollte. Und dann, wer ist der Ansprechpartner, ist der Patient betreut? Das ist einfach wichtig für die Zielklinik. So, dann hat man so mal die Basics und dann geht es aber weiter mit, welche Therapie läuft denn gerade? Und da gibt es so ein paar wichtige Punkte, die man wissen sollte. Ist erstens, welcher Atemweg ist denn im Patienten? Wie war der denn überhaupt? Also ist das ein schwieriger Atemweg? Der Patient ist jetzt intubiert oder ist der tracheotomiert? Wann wurde der tracheotomiert? Oder ist der vielleicht nur genifft? Die nächste Frage, wie ist er beatmet? Welche Beatmungsparameter liegen vor? Die kann man dann parallel, während man das hört, vielleicht auch schon im eigenen Beatmungsgerät dann einstellen, voreinstellen, damit man dann schnell übernehmen kann. Und natürlich, welche Therapie läuft jetzt akut aktuell? Da ist natürlich am wichtigsten, welche Sedierung läuft und welche Katecholamine laufen. Und die allerletzte Frage ist nur, braucht der Patient jetzt akut irgendwelche Organersatzverfahren, zum Beispiel ECMO oder zum Beispiel einen Schrittmacher? Und dann muss ich mir auch nochmal die Frage stellen, kann ich dieses Verfahren auch mitnehmen und kann ich damit grob umgehen, weiß ich, was so für Troubleshooting notwendig wäre. Mhm. Zum Troubleshooting finde ich noch einen guten Punkt, den du mir, glaube ich, mal erzählt hast oder jedenfalls habe ich ihn mir geklaut und nicht selber ausgedacht, nämlich dieses Problem antizipieren. Und zwar, glaube ich, hast du mal gesagt, man sollte vor dem Transport mal nachfragen, welche Probleme waren denn in den letzten so 24 bis 48 Stunden und das finde ich super, weil da kommt man drauf, zum Beispiel, der ist lagerungsinstabil oder immer, wenn es laut ist, fangen die an zu pressen und man muss die tiefer sedieren oder man muss sie alle 10 Minuten absaugen oder keine Ahnung, alle 10 Minuten kriegt er Kammerflimmern oder irgendwie so kleine Auffälligkeiten, die sollten vielleicht so schon bekannt sein. Also Probleme antizipieren, auch antizipieren, nicht nur wie viel Sauerstoff brauchen wir, sondern wie viel Medikamente brauchen wir. Also sind die Perfusoren ausreichend aufgezogen mit einer gewissen Restlaufzeit? Haben wir das Medikament überhaupt mit, das da am Perfusor läuft, oder brauchen wir eine neue Perfusorspritze als Backup von der Intensiv? Und als letztes, ist der Atemweg überhaupt sicher? Also wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, der ist genifft, macht es vielleicht Sinn, wenn der schlecht ist, den vielleicht vor der Fahrt dort im schönen Intensivschockraum zu intubieren, statt das auf der holprigen Landstraße im wackeligen RTW. Also ich finde das Antizipieren von Problemen gut. Das ist ein super Hinweis und da würde ich als praktischen Tipp Folgenden geben. Ein unsicherer Atemweg oder eine unsichere Situation ist nichts für einen Transport,
Es sei denn, es lässt sich jetzt akut eben nicht lösen und ist die Transportursache, ja, dann kann man es nicht ändern, dann ist es halt so. Aber ein schwieriger Atemweg, der wackelig ist, den sollte man lieber vor dem Transport sichern, das, wie du schon gesagt hast. Und die Medikamente, die der Patient lebenswichtig braucht, die sollte man für die mindestens doppelt geschätzte Transportdauer mitführen. Das heißt, wenn der Transport etwa eine Stunde dauern wird, dann sollte ich Medikamente für 2 Stunden mindestens dabei haben. Denn auf dem Weg kann es immer noch zu irgendeinem Mist kommen und dann stehe ich blöd da, wenn ich auf die Minute genau gerechnet habe. Sehr guter Punkt, ja. Wenn man dann, wenn der Aufzug nicht schnell genug kommen kann. Okay. Also wir haben jetzt eigentlich alles geklärt, Philipp, oder? Wir haben jetzt eine super Übergabe, haben alles zusammengesammelt, haben Probleme antizipiert, Medikamente vorberechnet. Also zack, umlagern, oder? Eine winzige Kleinigkeit kann ich noch empfehlen. Man sollte ganz kurz mal bei der Zielklinik anrufen und sagen, hört mal zu, ich bin hier mit dem Herrn Meier als Patienten, den werde ich Ihnen gleich auf die Intensivstation bringen. In dem Rahmen kann man gleich fragen, wo soll ich anfahren? Soll ich über die Notaufnahme fahren oder direkt auf Intensivstation? Und kurz dann sagen, ja, wir fahren jetzt in 5 bis 10 Minuten los. Warum ist das so wichtig? Manchmal ist die Kommunikation zwischen der Entsendenden und der aufnehmenden Klinik gar nicht so echt. Und man wird so auf den Weg geschickt und dann kommt man irgendwo an und dann heißt es, das haben wir ganz anders verstanden. Ja. Genau, wie kommt schon heute? Ich dachte, der kommt nächste Woche, elektiv. Naja, auf jeden Fall Zielklinik anrufen und Ansprechpartner notieren. Okay. So, jetzt können wir zum Umlagern kommen. Ja, ich bin gespannt. Endlich. Ja, vor dem Umlagern sollte man sich ganz kurz mal den Patienten anschauen und anschauen, welche Schläuche kommen da aus ihm oder gehen in ihn rein. Okay. Und sollte die kurz ordnen und sollte kurz auch wissen, ganz grob, wohin gehört was. Man muss jetzt nicht jeden Schlauch ganz genau beim Namen benennen können, aber man sollte schon wissen, das ist die Thoraxdrainage, die Drainage geht vielleicht zur Galle und die könnte eh gezogen werden, da wäre es nicht so schlimm, aber das ist vielleicht die Versorgungsleitung zum LVAD-System, ne? Weil wenn das Ding irgendwie rausrutscht, dann ist es beim LVAD ziemlich schlimm, wenn das irgendwie aus Versehen durchgeschnitten wird und bei der Rettung, die eh gezogen wird, halt nicht. So, und jetzt legt man los und dann heißt es nicht, wer zerrt am meisten oder wer schubst den Patienten am schnellsten rüber, sondern man sollte sich irgendwie so ein Rezept überlegen. Das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht. Und da muss man ja ehrlich sagen, wir beide uns so ein Rezept überlegt. Und das heißt Schritt für Schritt. Also wir würden immer erstmal den Patienten umstöpseln und die Leitung umstellen und dann den Patienten rüberschicken. Und das nach einem speziellen Schema. Und zwar als erstes mal das Monitoring wechseln. In der Reihenfolge SpO2-Sättigung, EKG, Blutdruck. Dann die Beatmung umstellen auf das Transportgerät. In dem Rahmen natürlich auch die Capno mit anschließen für den Transport, wenn denn notwendig und gewünscht. Dann die Perfusoren alle wechseln und tauschen. Dabei aufpassen, dass man nicht aus Versehen einen Bolus von Katecholamin oder so gibt oder einen Schenkel abknickt. Und erst dann, wenn das alles gemacht ist, kann man den Patienten ganz entspannt auf unsere Trage rüber schieben und dann geht es eigentlich los. Finde ich ein voll guter Tipp bei den Katecholaminen und Perfusoren ist, dass man da auch nochmal ganz explizit die Intensivpflege am Bett fragt, weil das sind die wirklich quasi konstant wissen, wie der Kampf mit dem Blutdruck zum Beispiel ist und wissen, wie der auf Wechsel von Perfusoren reagiert, was vielleicht jetzt der Intensivmediziner, der den Fall total gut kennt, gar nicht so am Schirm hat. Ne? Also da finde ich, das ist ein guter Tipp, dass man dann nochmal die Intensivpflege fragt und sagt, du, können wir das jetzt so einfach umstecken? Würdest du das wechseln mit uns? Oder ist das super heikel und wir müssen es irgendwie überlappend machen oder so? Okay, Philipp, puh, das war jetzt ein wilder Ritt und der Ritt geht noch gar nicht richtig los, sondern sind erst gestartet. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Intensivtransport ist nicht immer ganz trivial. Wir sollten uns überlegen, können wir das überhaupt und welches Equipment brauchen wir, haben wir das und vor allem haben wir genug Sauerstoff und sonstige Kapazitäten. Wir kriegen eine gescheite Übergabe, wir antizipieren Probleme und fragen einfach, was waren die Probleme der letzten Zeit.
wir rufen selbst in der Zielklinik an, was ich ehrlicherweise auch noch zu selten gemacht habe. Aber einfach mal ganz kurz anrufen, glaube ich, macht wirklich absolut Sinn. Erspart die ein oder andere Ehrenrunde vom einen Krankenhausteil zum anderen. Und beim Umlagern brauchen wir ein Konzept. Unser Konzept ist quasi zuerst Monitoring, Stück für Stück, dann Beatmung, dann Perfusoren und dann am Ende den Patienten. Aber egal, wie ihr es macht, habt ein Konzept, besprecht es vorher mit eurem Team und fragt gerade die Intensivpflege, wenn es um spezielle Details geht, wie hochkatecholaminpflichtige Patienten. Puh, Philipp, das fand ich doch gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, in einem zweiten Video machen wir die kleine Intensivmedizin on the road, quasi das Intensivtransport-ABC im RTW. Bist du dafür bereit beim nächsten Mal? Aber nur, wenn alle Zuschauer jetzt abonnieren. Okay. Hier oder hier. Ja, cool. Irgendwo muss man hier klicken jetzt. Okay, in diesem Sinne, bevor wir zu viel Blödsinn reden, vielen Dank dir, Philipp. Die Shownotes gibt es auf der Webseite. Teilen, liken, kommentieren und so weiter. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Nerd von Medizin. Ciao. So ist es. Ciao.